Herzlich willkommen zu 60 Mal Deutschland, unserer Jahresschau. Wenn Sie 1979 jung waren und im Westen gelebt haben, dann schicken wir Sie gleich noch einmal auf diese Achterbahn der Gefühle, die für dieses Jahr so typisch war. Ein Jahr irgendwo zwischen YMCA und Genghis Khan und der Blechtrommel und vor allem der US-Serie Holocaust. Eine ganze Generation Nachkriegsenkel begreift zum ersten Mal die ganze Grausamkeit der Judenverfolgung im Dritten Reich. Und darüber dreht sich immer weiter fröhlich die Diskokugel. Weltpolitisch gesehen war das Jahr 79 von besonderer Bedeutung. Der Kalte Krieg geht in seine letzte Phase. Eiszeit in der Politik, Eiszeit aber auch im wörtlichen Sinne. Das Jahr beginnt so, wie das letzte Jahr 1978 geendet hatte, mit Schneestürmen und klirrender Kälte. Immer noch sind Ortschaften und Höfe in Schleswig-Holstein abgeschnitten und werden aus der Luft versorgt. Strom gibt es jetzt, doch bricht das Netz wegen Überlastung immer wieder kurzfristig zusammen. Die Kälte kennt keine Grenze. Und Schnee fällt hüben wie drüben. Am Neujahrstag wird die DDR vom Jahrhundertwinter vollends erfasst. Binnen weniger Stunden in den Braunkohletagebauen Ost Eiszeit. Bagger, Förderbänder und Kohlezüge frieren fest. Nichts geht mehr. Joachim Schittke ist der stellvertretende Produktionsleiter im Braunkohlewerk Borna in Sachsen. Wir konnten die Brikettfabriken nicht mehr versorgen, die Kraftwerke nicht. Das hatte zur Folge, dass am 1. Januar hier rundherum alles finster war. Ich war ja draußen im Betrieb, ich habe das ja nicht mitgekriegt. Meine Frau rief mich dann an von zu Hause und sagte, was ist denn los, der Strom ist weg bei uns. Ja, ich sage, das kann damit zusammenhängen, wir sind nicht mehr förderfähig. Die DDR braucht Braunkohle. Der Rohstoff erzeugt über 80% des Stroms. In weiten Teilen des Landes bricht nun die Energieversorgung zusammen. Die Menschen frieren im Dunkeln. Verzweifelt versuchen die Kumpel, die Kohleförderung wieder in Gang zu bringen. Vergeblich. Und dann kam die Armee. Also unser Braunkohlenwerk, ich sag's jetzt übertrieben, glich einem Heerlager. Und ich kam mir vor wie so ein General, weil ich auf einmal über Truppen verfügte, mit hohen Offizieren, höchste Ränge vom Oberstleutnant angefangen, auf Deutsch gesagt, bis zum General. Das war schon eine Wucht. Hilfe auch hier von unserer Volksarmee. Mechaniker der Luftstreitkräfte bereiten mit Instandhaltern aus dem Kraftwerk ein weiteres Triebwerk für den Einsatz vor. Mit umgebauten Flugzeugtriebwerken versucht die Nationale Volksarmee, Maschinen, Gleisanlagen und Kohlehalden aufzutauen. Am 3. Januar hat General Winter Erbarmen. Die Kraftwerke laufen wieder und die Temperaturen steigen. Berlin, S-Bahnhof Friedrichstraße, 19. Januar. Ein Mann kennt keine Grenze. Stasi-Offizier Werner Stiller flieht in den Westen. Im Gepäck geheime Unterlagen der DDR-Auslandsspionage. Dutzende Agenten im Westen werden enttarnt, darunter auffällig viele Sekretärinnen aus den Vorzimmern der Macht, angeworben von charmanten DDR-Spionen, sogenannten Romeos. Haben Sie Ihre Sekretärin noch? Ist Ihr Büro noch komplett? So oder ähnlich begrüßten sich heute Nachmittag viele Abgeordnete zu Beginn der Fraktionssitzung. Galgenhumor. Binnen einer Woche waren drei bei der CDU beschäftigte Sekretärinnen unter Spionageverdacht geraten. Auch der stellvertretende CDU-Vorsitzende Kurt Biedenkopf vermisst seine Sekretärin. Christel Brosei, 31 Jahre, unverheiratet, arbeitete zuletzt für ihn persönlich in seinem Abgeordnetenbüro. Aber nicht nur Vorzimmerdamen erliegen dem Charme des Ostens. Die ganze Bundesrepublik ist im Bann eines mongolischen Eroberers. Genghis Khan, vom Erfolgsschlagerproduzent Ralf Siegel, stürmt im wodka-seligen Disco-Sound die bundesdeutsche Hitparade. Von solch wildem Gelächter lassen sich die Bundeswehr und ihre Verbündeten natürlich nicht irritieren. Sie trauen dem Osten nicht. Im Rüstungswettlauf habe der Warschauer Pakt die Nase vorn. Vor allem sein Arsenal an atomaren Mittelstreckenraketen erregt Besorgnis. Die NATO fürchtet, ins Hintertreffen zu geraten. Und die Bundesregierung fordert Gegenmaßnahmen. Bundeskanzler Schmidt sprach sich vor der SPD-Bundestagsfraktion für diesen Mittelweg aus. Die Verteidigung des Westens modernisieren und gleichzeitig mit dem Osten verhandeln, wie die Rüstung im Mittelstreckenbereich kontrolliert und begrenzt werden kann. Konflikteindämmung, Entspannung, Kompromiss, Interessenausgleich,
alles dies zusammen mit der Fähigkeit, wenn man angegriffen wird, sich notfalls zu verteidigen, macht zusammen die Sicherheit aus. Die Diskussion über die richtige NATO-Strategie wird die Politik das ganze Jahr beschäftigen. Frühjahr. Die DDR will den Einkauf in den Intershops für die eigenen Bürger stärker reglementieren. Das führt zu einem Ansturm auf die Devisenläden. Der Ostdeutsche soll hier zukünftig nur noch mit Forum-Schecks einkaufen können. Diese staatlichen Gutscheine muss er zuvor gegen sein kostbares Westgeld eintauschen. So hofft die Regierung, an die Devisen ihrer Bürger zu kommen. Die sind empört. Das ist etwas, also es tut mir leid, da habe ich kein Verständnis für. Denn ich bin ein mündiger Bürger, auch hier in der DDR. Und wenn ich dann mit Geld, was ich ja bisher haben durfte, in den letzten Jahren nicht mehr offiziell im Laden bezahlen muss, sondern mir einen Gutschein geben lassen muss, dann ist das eine Entmündigung in meinen Augen. Denn Geld ist Geld in der ganzen Welt. Fernsehen als Schocktherapie. Die US-Serie Holocaust konfrontiert die deutschen West mit der Vergangenheit. Die Geschichte der Judenvernichtung als emotional anrührendes Familiendrama. Darf man so von Auschwitz erzählen? Das Undarstellbare darstellen? Was das Bildungsfernsehen vergeblich versuchte, erreicht der rührselige US-Import. Leb wohl, Josef. Ich liebe dich. Ein Millionenpublikum erkennt erschüttert, was die Deutschen ihren jüdischen Nachbarn angetan haben. Es stellte sich heraus, dass ein großer Teil des deutschen Volkes nichts davon wusste, dass die jungen Menschen das nicht wahrgenommen hatten. Günter Rohrbach ist beim WDR für die Ausstrahlung der Serie verantwortlich. Und jetzt gab es aber einen Film, der es den Zuschauern erlaubt hat, sich mit diesen jüdischen Opfern zu identifizieren, also die Sache auf eine ganz andere, intensivere Weise zu erleben. Und ich glaube, das war der entscheidende Durchbruch. Über 20 Millionen Deutsche verfolgen das Fernsehereignis des Jahres. Bei den Sendern laufen nach der Ausstrahlung die Telefone heiß. Allein heute haben hier und bei anderen Stellen des WDR 4.500 Bürger angerufen. Fast 20.000 Zuschauer haben seit Montag beim WDR und den anderen ARD-Rundfunkanstalten ihre Meinung zu Protokoll gegeben. Es gab damals Anrufe von entsetzten, fragenden jungen Menschen, die sagten, kann ich mit meinem Vater, mit meinem Opa überhaupt noch reden? Muss ich nicht fürchten, dass der auch in irgendeiner Weise verwickelt war? Es war auch eine große Irritation, die da einsetzt. Auch ein deutscher Kinofilm nimmt sich in diesem Jahr der NS-Vergangenheit auf ungewöhnliche Weise an. Die Blechtrommel nach dem Roman von Günter Grass, eine Parabel. Unbekümmert und altklug zugleich hält der kleine Oskar Mazzarath den Erwachsenen den Spiegel vor. Wie leicht wäre es doch gewesen, die Nazis der Lächerlichkeit preiszugeben und ihre albernen Formationen aus dem Takt zu bringen. Glaubst du, dass wir den Oscar bekommen? Wie heißt deine Rolle im Film? Oscar. Dann müssen wir ihn auch kriegen. Und tatsächlich, im kommenden Jahr wird die Blechtrommel mit der begehrten Hollywood-Trophäe ausgezeichnet. Als erster deutscher Spielfilm überhaupt. Der Sommer. Die Village People tragen mit ihrem enthusiastischen Disco-Hit YMCA die Subkultur der New Yorker Schwulenszene offensiv in die deutschen Tanzsäle. Von wegen christlicher Verein junger Männer. Rückenwind für das gleichgeschlechtlich liebende Deutschland. Auf einer schwulen Demo in Stuttgart wehren sich homosexuelle Schwaben vehement gegen ihre Diskriminierung. Ich will überall so sein, wie ich bin. Auch. Ich will zum Beispiel über die Straße gehen und meinen Freund in den Arm nehmen, wie das üblich ist, dass ein Mädchen einen Jungen in den Arm nimmt. Ne? Und nicht dann als pervers oder als schweinisch oder sowas gelten. In manchen deutschen Großstädten feiert die schwule Gemeinde bereits selbstbewusst, ausgelassen und frivol Tumpenbälle. Schon bald wird AIDS das bunte Treiben bremsen, seinen Schatten auf die Szene werfen.
September. Auch der frisch gewählte Bundespräsident bekennt sich. Freilich zu einer eher bodenständigen Leidenschaft. Der Bundespräsident wandert. An der Ostseeküste begann das Staatsoberhaupt den angekündigten langen Marsch durch die Bundesrepublik. Und warum wird gewandert? Wir wandern, meine Frau und ich, weil wir sehr viel Freude daran haben. Die seit vielen Jahren abenteuerlichste Flucht aus der DDR in die Bundesrepublik ist in der vergangenen Nacht zwei Ehepaaren mit ihren Kindern geglückt. Sie überquerten mit einem selbst gebastelten Heißluftballon unbemerkt die scharf bewachte Grenze. Mit Auto ging es nicht, mit Schiff ging es nicht, ein Flugzeug, Hubschrauber oder was ging auch nicht. Wir hatten ja nicht die Möglichkeit, irgendwo was anderes zu machen. Also war nur der Ballon die einzige Möglichkeit. Die spektakuläre Flucht im Heißluftballon Marke Eigenbauer macht weltweit Schlagzeilen. Monatelang hatten sich die befreundeten Familien aus Thüringen auf die tollkühne Aktion vorbereitet. Wir streben nach Freiheit. Wir wollen freie Menschen sein. Und wir sind an und für sich auf die Idee gekommen, im vergangenen Jahr schon. Und fingen da an, Experimente zu machen. Und uns ist es letztlich gelungen, einen Heißluftballon zu bauen und auch zu fliegen, wie Sie sehen. Farbenfroher Freiheitstraum. Den Stoff für die Ballonhülle besorgten sie in der ganzen DDR. Hier ein Ballen, dort ein Ballen. Bloß nicht auffallen. Mitte September weht der Wind dann nach Westen. Wir haben nur eben aufgeblasen und die Heringe gekippt, praktisch die Seile, und sind dann hoch. Und wir haben dann zwar unten, sind wir an der Grenze, da war alles so beleuchtet, also man hat dann so Scheinwerfer und Beleuchtung gesehen, haben wir gesagt, das ist die Grenze. Aber wir wussten ja trotzdem, wo wir runtergekommen sind, nicht, sind wir noch im Osten oder sind wir im Westen. Erst als zwei bayerische Polizisten an der Landestelle auftauchen, ist klar, hier ist der Westen. Punktlandung. Man hatte da oben gar keine Angst erstmal gehabt. Ich meine, die Angst, die kam dann vielleicht so ein paar Tage später, wo man dann gehört hätte, was hätte passieren können. Anfang Dezember. Die Sowjetunion zieht überraschend Truppen aus der DDR ab. 20.000 Soldaten, 1.000 Panzer. Der Grund, der Nachrüstungsbeschluss der NATO soll durch dieses propagandistisch wirkungsvolle Abrüstungssignal noch in letzter Minute verhindert werden. Den Westen aber lässt das kalt. Und so kommt es am 12. Dezember zum NATO-Doppelbeschluss. Die NATO bietet im Warschauer Pakt Verhandlungen über eine Begrenzung atomarer Mittelstreckenraketen an. Gleichzeitig wird aber beschlossen, dass, sollten diese Verhandlungen scheitern, eine neue Generation amerikanischer Raketen in Westeuropa stationiert wird. Die Bundesregierung sieht den Doppelbeschluss positiv. Wir geben das politische Signal, die 80er Jahre zu einem Jahrzehnt der Rüstungskontrolle zu machen. Doch vorerst geht das Wettrüsten weiter. Die Welt scheint ein Pulverfass. Und Millionen Deutsche sorgen sich um den Weltfrieden. Wenige Tage nach Verkündung des NATO-Doppelbeschlusses spitzt sich die weltpolitische Lage weiter zu. Ende Dezember marschieren sowjetische Truppen in Afghanistan ein und besetzen das Land. Angeblich hatte die kommunistische Regierung in Kabul den großen Bruder zu Hilfe gerufen. Afghanistan, Atomraketen, in Deutschland Ost wie West wächst die Angst vor einem neuen Weltkrieg. Dabei hatten sich die Menschen für das kommende Jahr auf ein friedliches Fest gefreut, auf die Olympischen Spiele 1980 in Moskau. Aber auch die bleiben nicht verschont von der politischen Wetterlage. Davon mehr in unserer nächsten Folge. Bis dahin.